zum lokalen Geschehen. Politisch unabhängig wollen die Schützen weiterhin sein und sie wollen sich für ein starkes und selbstbewusstes Südtirol einsetzen, das frei ist und losgelöst von Italien. Das betonte heute Landeskommandant Elmar Thaler auf der Bundesversammlung der Schützen im Walterhaus in Bozen. Schützenaufmarsch in Bozen, ganz friedlich. Denn diesmal ging es nicht um den Freiheitsmarsch, sondern darum, die über 5000 Mitglieder über das vergangene Jahr und die Pläne für 2013 zu informieren. Schütze zu sein, das ist bei vielen immer noch in, auch wenn die Mitgliederstatistik nach 2009 einen kleinen Knick zeigt. Wir hatten 2009 in Vorbereitung zum Gedenkjahr natürlich sehr, sehr viele Veranstaltungen, wo man massiv um Mitglieder geworben hat. Natürlich ist dann das Reservoir irgendwann erschöpft. Das wirkt sich jetzt aus. Wir haben keine Steigerung mehr, sondern wir sind konstant. Aber ich glaube, wenn wir in Zeiten wie diesen eine Konstante halten können, dann ist das sehr gut. Immer noch unabhängig von politischen Parteien bleibt das Hauptziel der Schützen weiterhin ein freies Südtirol. Deshalb haben sie den Günter-Obwex-Preis ins Leben gerufen, mit dem Diplomarbeiten und wissenschaftliche Arbeiten zur Zukunft Südtirols prämiert werden sollen. Das erste Mal soll der Preis im nächsten Jahr vergeben werden. Und da wollen wir eben ganz konkret schauen, wie könnte es mit Südtirol weitergehen. Nicht nur, was wollen die Leute, sondern was ist auch im Endeffekt möglich. Freiheit für Südtirol ist also weiterhin ein Thema. So am 18. Mai in Meran, wo die Schützen ein Volksfest organisieren. Mit anderen Völkern auch, die in Europa ebenfalls in der Minderheit sind, in den Staaten, in denen sie leben. Es werden dabei sein Katalanen, es werden dabei sein Basken, Flamen, es werden Schotten dabei sein, die ja jetzt 2014 eine Abstimmung machen, ob sie denn sich trennen können wollen von ihrem Staat. Die werden auch dabei sein. Und da wird man sehen, dass wir in Europa nicht die Einzigen sind, die nach Freiheit streben. Übrigens, nächstes Jahr müssen die Schützen einen neuen Kommandanten wählen, denn Elmar Thaler nimmt sich nach Ablauf seiner Amtszeit eine Auszeit für die Familie.